Freunde, was geht ab? Die Hafnutz sind wieder mal am Start. Bestes Wetter, haben wir gesagt. Holen wir mal eben die Kamera wieder raus. Und zwar von Quellkartoffel und Dub-Dub. Erbsensuppe und Wurst. Pommes frites mit Ketchup. Und ein Bier für den Durst. Und zeigen wir euch mal wieder was Schönes, Neues hier. Mummy's Best, afrikanische Spezialität. Ja, den einen oder anderen vom Wochenmarkt bekannt. Da ist sie jetzt nicht mehr, hat ihren kleinen Stand, aber da sehen wir gleich mehr zu. Und schauen wir mal, wo es uns noch so hintreibt heute, ne? Wir sind jetzt hier in der Passage vom alten Karstadt. Genau. Sagt man das so? Ja, ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. Oben, wo die ganzen kleinen Läden alle raus mussten und nach wieder rein durften und sowas alles. Und hier finden wir Mummy's Best. Genau. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, liebe Freunde, wir sind jetzt hier bei Mummy's Best mit Charity Young, Inhaberin des Ladens. Und ihr kennt sie bestimmt aus dem Wochenmarkt. Sie hatte da früher einen Stand und jetzt ist sie hier in der Karstadt-Passage. Und du kommst eher ursprünglich aus? Aus Nigeria. Ja, genau. Und das ist ja schön, dass du deine eigenen Soßen verkaufst. Yeah. Richtig gut. Also wir selbst haben die auch schon probiert, also... Mega, einfach gut. Also mein Favorit ist Rindfleisch, richtig gut. Erdnuss mega ist lecker. Auch sehr geil. Wie gesagt, Leute, also... Nichts mit Chemie und sowas. Ist so. Alles selbst gekocht hier. Von 10 bis 18 Uhr hast du auch. Bis Samstags. Ja, genau. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Ich freue mich auf euer Besuch. Tschüss. Tschüss. So, das war jetzt der Laden Mummy's Best. Also kommt auf jeden Fall dahin. Es gibt leckere afrikanische Soßen. Richtig. Sie wird sich freuen. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen was futtern. Wir wissen noch nicht wo. Mal gucken. Genau. Hallo. Hallo. Was machen Sie hier? Ein bisschen Shopping, ein bisschen gucken, ein bisschen Geld ausgeben. Gab's gerade Neues. Wo sind wir denn gerade? Moin Outlet, ehemalig Mediterraneo, Innenstadt hier. Mediterraneo? Ja. Uns fehlt so ein bisschen die Sonne, haben wir gedacht, holen wir uns das Mediterrane so ein bisschen aus. So Dennis, was hast du da? Neugeborenen Schiss. Zitronenmuffin und Cappuccino. Und schmeckt? Das Stück, was ich jetzt probiert habe, ja. Sehr zitronenlastig. Und selber? Ich habe hier Blaubeermuffin. Und Cappuccino. Hier von Coffee Fellows hier im Main Outlet heißt das jetzt. Ehemals. Mediterraneo. Wie hieß das? Mediterraneo? Ja, Mediterraneo. So, wir sind jetzt draußen hier am Deich. Wir sind beim besten Wetter. Ein bisschen windig, aber das ist ja bei uns ganz normal hier, ne, an der Küste. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für Sonnenbrille, oder? Let's go! So, wir laufen jetzt hier zwischen Deich. Wo siehst du dich? Schön so am Deich. Wir sind doch am Deich. So ein bisschen Sonne.
Sonne ist auch so da. So ein Ipanema. Ipanema Blanca. Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen angreifen hier. Es wird auch Zeit, dass der Sommer kommt. Dass der Sommer mal angreift hier. Und ja, wir haben Bock drauf. Und hier Atlantic Hotel Chelsea. Schön, ne? Bei uns hier im Norden, ne? Ja. Nachher gibt's thailändisch. Wie hieß das Restaurant? Thailänder, Mann. Ich weiß es nicht mehr, wie der hat einen Eis. Thailänder. Yamo. Yamo. Ja, ich hab da angerufen. Auch reserviert für zwei Knechte. Die Automatensucht treibt ihn immer wieder hierher. Ja. Ist auch an? Ja, klar. Ja. So, was meinst du? Holst du heute hier einen Gewinn raus? Ich hol den fetten Jackpot raus. Von 3 Euro. Heftiger Johnny. Und weg. Der Amigo ist am Fahren hier. Yeah. 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 I feel hardcore. Ja, wir haben uns jetzt mal kurzzeitig entschlossen, wir fahren jetzt, oh, da ist ein Gegentor für Werder gefallen. Wir fahren gegen, jetzt gegen nach, Werder? Ja, oh. Dann ist immer dieses hier überall die Grünkultur und die Säufers, die nämlich, sollen sie ja machen. Wir wünschen euch auch alle ganz viel Spaß. Wir fahren jetzt nach Cuxhaven, gucken, was bei der Hood vom Beastyle so abgeht. Grüße gehen raus an Björn. Ne? Und ja, mal gucken, was da hinten so abgeht. Ey. Wir sind jetzt hier in Cuxhaven. Hier sind so Mülleimer. Da wollen wir es aufkleben. Oh, hier noch so andere Sachen. Wo sind denn unser? Ah. Das sieht doch cool aus. Die können auch irgendwo hin. Hoch im Norden weht ein rauer Wind. Hoch im Norden, wo wir zu Hause sind. A few moments later. Wir haben Sand im Mund. Was spinnst du da was? Es wird ein Cold hier, ne, in Bremen, Cuxhaven. Das Kalte ist gar nicht so noch schlimm, der Rennen mehr. Es fängt an zu schneien. Hier im Norden geht ein rauer Wind. Hexsicher du bist, oder? Dabei? Heftig! Das war ein kleiner Abstecher hier in Cuxhaven. Wir haben keinen Abgestecher. Also es war definitiv richtig kalt. Es schneit. Und es schneit auf einmal. Es schneit. Mein Gott. Heftiger Charlie. Ja, jetzt fahren wir Richtung Yamo, wieder nach Bremerhaven. Yamo, thailändisches Restaurant. Neu eröffnet. Und da werden wir jetzt essen. Hey Leute, da sind wir wieder. Also, wir waren ja beim Thailänder. Leider durften wir im Restaurant nicht filmen. Die hatten da ein bisschen was gegen. Wir haben trotzdem Top Secret illegal ein bisschen Fotos gesehen. Aber es dürft niemand weiter sagen. Na, dürft ihr nicht sagen, dass ihr die von das uns gesehen habt. Unter uns. Und
wir können nur sagen, sau lecker. Einfach mega gut. Können wir nur empfehlen. Na, richtig gut, also sau lecker. Wenn ihr hingeht, geht hin, nimmt Zeit mit. Nimmt Zeit mit, ja. Das Team spielt sich da alles noch so ein bisschen ein. Aber essenstechnisch, also werdet ihr richtig belohnt. Also top, war richtig gut. Ich kann nur empfehlen, ich hatte den gebratenen Schweinebauch. Das ist dann so klein geschnitten mit, um es jetzt mal einfach zu sagen, ich habe es da auch erst gelernt, asiatischen Gemüse, so Pak Choi und sowas alles. Und eine saugeile Soße, der Schweinemagen ist einfach perfekt, schön lecker weich. Schweinebauch. Ja stimmt, Schweinebauch, ne Schweinemagen. Aber richtig lecker, wie gesagt. Dazu die Saté-Spieße kann ich empfehlen. Saté. Grüße gehen raus an Mario. Ja. Saté, nicht? Saté. Nicht Satte, Saté. Ja, wie gesagt, was hattest du zu essen? Ich hatte, wie hieß das? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall so, auch mit viel Gemüse und man konnte zwischen Rind, Hähnchen und Garnelen aussuchen und ich hatte mit Rind schön klein gehackt und so. Und dazu gab es Reis und sehr lecker scharf. Aber für mich war das gut scharf. Du bist ja auch als Kind in so ein Tabasco-Fass gefallen, ne? Aber war auf jeden Fall. Siehst du den Pickel hier? Kriegst du Pickel von scharfen Essen? Ja, auf jeden Fall ist das sehr empfehlenswert. Und das war's für heute. Ja. Wir haben euch da, ja, am Anfang waren wir in Afrika. Genau, also wir haben heute echt eine kulinarische Weltreise gemacht. Muss man sagen, ne? Kurz in Afrika, muss man sagen. Dann haben wir einen Kurztrip nach Cuxhaven gemacht. Da gab es dann schön Breitseite schlechtes Wetter. Auf einmal haben wir Schnee. Mit Schnee auf dem Rückweg und sowas alles. Einfach so. Ja, also waren wir, sagen wir nochmal kurz in der Antarktis. Ja, und am Ende dann nochmal in Thailand. Also, Thailand. Thailand. Ne, wie gesagt, geiler Tag. Ne, ja, und jetzt lassen wir den Abend noch ausklingen, aber ohne Kamera. Und was soll das bedeuten? Das zeige ich dir gleich. Ja, auf jeden Fall war es das für heute und wir haben uns vorgenommen, mal wieder durchzustarten. Ja, da kommt demnächst was. Beschit. Dann gibt es nochmal wieder eine Pause, aber da kommt noch wieder was, einiges. Ne? In diesem Sinne, ja, haut rein. Abonniert uns auf Instagram und YouTube und die Hafen-Dudes. Genau. Ja. Bis dann. Seht zu. Ciao, ciao.